Willkommen zurück zu Donkey Kong Country Returns. Wir sind mal wieder an einer Stelle in diesem Spiel, wo man nur durch Glück und schnelles Drücken von Tasten weiterkommen kann. Und ich scheitere hier und scheitere und im letzten Part habt ihr gesehen, wie ich gescheitert bin und jetzt seht ihr, wie ich scheitere. Das ist eine unfassbare Abwechslung, ich weiß, aber noch habe ich die Chance, es irgendwann einmal zu schaffen. Nicht aufgegeben. Hilfe! Ist das gut, was ich hier mache? Ich weiß es nicht. Sollte ich das jetzt wirklich im ersten Versuch nach dem... Ja, das schneide ich noch in dem letzten Part und sage, weil das jetzt wahrscheinlich länger dauert, sehen wir das im nächsten Part oder so. Und im ersten Versuch schaffe ich es dann direkt. Jetzt live. Okay, ja. Spielen wir doch Donkey Kong erstmal weiter. Zumindest diesen Part hier noch. Ja. 7-4, 7-5. Sind ja auch schon relativ nah am Boss jetzt gleich, ne? Wahrscheinlich werde ich dann eh vor dem Boss stehen in 30 Minuten. Außer es gibt hier noch irgendwelche geheime Ausgänge oder sowas. Das werde ich auch gleich mal gucken. Notfalls einfach währenddessen ich hier streame. Suche. Will das Spiel mir sagen, ich soll diesen Schalter suchen? Achso, im letzten Part hatte ich ein bisschen was erzählt zu Let's Plays und so in Streams, was jetzt kein Flame war oder so, dass die Leute das eigentlich wollen, aber dann nicht kommen, wenn ich das spiele. Aber gut, ich muss ja letztlich als Streamer dann auch meine Schlüsse daraus ziehen. Und es wurde sich ja gewünscht, dass ich häufiger Streams im Spiel durchspiele. Auf dem Discord. Ja, aber wenn ihr dann nicht da seid... Dann, ja, ist das doof. Ich will mir noch den Buchstaben holen. Nee, daraus wird wahrscheinlich folgen, dass ich das dann nur unter der Woche mache. Weil unter der Woche ist sowieso der schlechteste Streamtag meistens. Und da kann ich dann auch sowas durchspielen, wenn ich Bock drauf habe. Aber am Wochenende, nee, das macht dann leider keinen Sinn. Also ich muss hier irgendwo einen Schalter auf jeden Fall betätigen. Was bist du denn für einer? Warst du eben auch schon da? Hab ich dich eben übersehen? Oder bin ich zum Checkpoint gekommen und habe das jetzt gar nicht gescheckt? Im wahrsten Sinne des Wortes. Nee, da ist das K. Wie soll man das K denn kriegen? Ach so, okay. In dem Fass drin bleiben. Nimmt mir schon ein bisschen das Tempo raus, aber ist okay. Dann weiß ich wenigstens, wie das funktioniert. Okay, das hat auch funktioniert. Jetzt hätte ich gerne mal einen Diddy. Einen richtig schönen Diddy. Nicht Diddy Hamann, sondern auch nicht Diddy Hallervorden, sondern The One and Only. Diddy Kong. Diddy Kong ist übrigens nicht mit Diddy Hamann und Diddy Hallervorden verwandt, auch wenn das häufig gemutmaßt wird. Das Level ist ein bisschen merkwürdig irgendwie. Aber hier scheint es irgendwie einen Schalter zu geben. Oh Gott. Den wir drücken sollen. Ich will nicht sterben, aber ich tue es gleich. Oder ist er? Scheiße. Komme ich da nochmal zurück? Ja. Immer hüpfen, dass wir hier nicht runterfallen. Ach, ich habe doch geschüttelt. Ach. Schütteln reagiert bei mir manchmal nicht. Ich weiß auch nicht warum, ob ich nicht genug schüttel oder... So, das O haben wir mal gesnackt zwischendurch. Ich traue mich das eigentlich gar nicht zu sagen, aber im Gegensatz zu den Leveln davor wirkt das hier ein bisschen einfacher. Aber wie gesagt, ich traue mich das nicht zu sagen, deswegen. Was ist hier los? Okay, wo muss ich denn überhaupt hin? Muss ich da hoch oder muss ich hier... Irgendwas ist auf jeden Fall mit... Das sah komisch aus. Da rechts geht's ja, wird es ja auch weitergehen. Aber ich will erstmal gucken, ob hier oben noch irgendwas ist. Das sieht mir hier dann doch relativ verdächtig aus.
immer hüpfen, um nicht runterzufallen, was eigentlich keinen Sinn ergibt, aber... Okay, ein Puzzleteil. Nip, nip, nip. Aber diese Dinger, die ich da runterdrücke, die sehen ja aus wie Schalter. Mich wundert, dass da nichts passiert. Hilfe. Was möchte das Spiel von mir? Ja. Hier. Ah, okay, ich soll dieses Ding hier drehen. Das machen wir. Das wäre ein gutes Versteck für einen Buchstaben, würde ich sagen. Deswegen bleiben wir erstmal auf dem Rad ein bisschen drauf. Aber nur leider ein... Oh, hier ist was. Ist das dieser Schalter, den wir aktivieren sollten? Was macht der jetzt? Ist das jetzt der Secret Exit gewesen? Also gibt es hier doch einen, scheinbar. Okay, jetzt könnte alles anders sein. Ich weiß nicht, was passiert, wenn ich diesen Schalter jetzt drücke, wenn der Strom an ist. Solange ich es nicht machen muss, will ich es auch eigentlich... Autsch, ungern ausprobieren. Oh. Man weiß nie, wie weit dieses Ding schießt. Aber gut, da muss es jetzt in das Fass reinschießen. Und wo schießt es jetzt hin? Okay, da ist ein Buchstabe. Der ist schwer. Ich vertraue nicht dem Schütteln. Okay, hi Yoshi erstmal. Ist ja doch jemand da. Sehr schön. Okay, Buchstaben haben wir geholt. Wie geht es dir denn, Yoshi? Kannst du ja gleich mal schreiben, wenn du zwischendurch mal wieder da bist. Ich hatte nämlich gerade schon ein bisschen, geschimpft ist das falsche Wort, aber ich war ein bisschen enttäuscht, weil sich alle das Spiel gewünscht haben. Und dann mache ich es für die Leute, die sich es gewünscht haben. Und dann sind die Leute nicht da. Das finde ich dann irgendwie ein bisschen... Weiß ich nicht, da frage ich mich, warum sind die Leute nicht da? Dachten die, ich bin besser? Okay, wo soll ich hin? Also da unten war was Grünes, aber da will ich jetzt auch ungern einfach so hinspringen. Wahrscheinlich muss ich das. Oh, das ist knapp, ey. Hä? Woher soll man denn wissen? Oh, okay, die Stelle ist ein bisschen sehr merkwürdig. Okay, Yoshi, viel Spaß beim AFK sein. Jetzt habe ich keinen Didi. Oh Gott. Habe ich jetzt das Level als bisher nicht so schwierig gedacht und dann wird es jetzt auf einmal mega eklig am Ende. Schön. Sehr schön. Gib mir Didi. Oh, ist das nervig. Da hätte man wenigstens Bananen oder sowas irgendwie setzen können, damit man überhaupt weiß, wo man hin muss. Na gut, wie weit sind wir denn die Buchstaben? Wir haben 3, das heißt, das Level ist wahrscheinlich gleich eh vorbei. Heute bin ich wieder so in Meckerlaune irgendwie, ich merke das schon. Aber gut, das Spiel ist auch... Ich muss sagen, das ist eher... Also, es gibt Spiele, die sind anstrengend zu streamen, es gibt Spiele, die sind mega entspannt zu streamen. Und das hier ist blind tatsächlich teilweise echt anstrengend. Es kommt immer so ein bisschen auf die Level drauf an. Aber das ist jetzt gerade wieder so eine Passage, wo ich mir denke, what the fuck. Okay, aber da ist ein Schalter, da kann ich... Dann landen? Aber was passiert, wenn die Schalter unten sind und der Strom an ist? Ich will es nicht wissen. Jetzt bin ich tot, oder? Wann muss ich hier springen? Eigentlich jetzt gleich, nämlich jetzt. Gut, er hält sich da fest.
So, da ist das G. Was ich mir hole, indem ich von da drüben rüberspringe. Auch nicht so geil, aber naja, muss ich durch. Sehe ich denn das? Ja, okay. Blindsprung! Nein! Oh, das ist... Das ist eklig. Wie soll man das denn einigermaßen erträglich schaffen? Ja, da brauche ich definitiv Glück. Um das irgendwie zu schaffen. Vermutlich ist man tot, wenn der Schalter unten ist. Das ist so meine Vermutung. Deswegen bleibe ich mal nicht so lange auf dem Schalter drauf. Aber wir wissen es noch nicht mit Sicherheit. Aber bestimmt werde ich deswegen gleich auch nochmal sterben. Nein, das war dumm. Was mache ich denn? Okay, das war doch nicht dumm, aber es war trotzdem dumm. Also es war dumm, aber dann habe ich es doch noch gerettet, sagen wir es mal so. Kann ich irgendwie da jetzt schon reinspringen? Ja, jetzt kommt hier wieder die Glücksscheiße. Wie mache ich denn das am besten? Ja, und ich bin tot. Da bräuchte ich jetzt halt echt mal ein Didi für. Wie soll man diesen Buchstaben denn holen? Also, ich verstehe es gerade nicht so ganz. Muss ich ja leider gestehen. Aber gut, irgendwie muss man es ja schaffen. Die werden sich ja irgendwas dabei gedacht haben. Hoffe ich zumindest. Ich sehe den Schalter gar nicht mehr. Wie hole ich mir dieses G? Das bereitet mir gerade echt ein bisschen Bauchschmerz, muss ich ja sagen. Also ich kann ja nicht da direkt das G holen. Ich muss ja wieder zurückspringen irgendwie. Und dann versuchen zu überleben. Irgendwie. Irgendwo, irgendwann. Ach, 9 Leben haben wir noch. Wir denken mal positiv. Und diese 9 Leben werde ich auf jeden Fall dafür nutzen, es zu versuchen. Dieses unfassbar nervtötende G einzusammeln. Aber bleiben wir positiv, wir haben schon relativ viel in dieser Welt geschafft. Auch wenn jetzt gerade mal wieder ein bisschen klemmt, wie das ab und zu mal bei Donkey Kong ist, wenn man das spielt. Aber ich bin optimistisch, dass wir das alles irgendwann schaffen. Der Zweckoptimismus ist das Einzige, was mir bleibt. Ja, ich glaube, ich weiß, wie ich das schaffen kann. Ich muss es holen und dann schnell nach rechts laufen und dann über den Rand, der hier gleich wieder hochkommt, auf diese Plattform. Das müsste ungefähr jetzt hoffentlich... Oh, ein bisschen zu früh. Also im Prinzip schnell runterspringen, das G holen, das G so mitsnacken und dann über die Kante wieder zurückspringen. Boah, jetzt wäre ich auch noch fast runtergefallen.
Gut, ohne das G wäre das jetzt echt nicht so schwierig. Aber das G ist gerade so ein bisschen das Salz in der Suppe. Ah, jetzt habe ich... Ja, wobei. Ne, wir warten. Oder kann man das noch anders holen? Ich wüsste nicht, wie. Vielleicht jetzt? Genau so, wie ich es jetzt gemacht habe, wollte ich es auch schaffen. Lieber Donkey, überleb. Yes! Auch keine Glanzleistung, aber wir krepeln uns hier so langsam durch. Und ja gut, ich kann ja wahrscheinlich eh nur bis zum Boss streamen und dem K-Level, weil das werde ich, glaube ich, beides wieder offscreen machen. Okay. Schalterverwalter. Cooler Name für ein Level. Ich google das mal gerade mit den Geheimgängen. Ach so, Zellos. Ah, jetzt verstehe ich. Ja, sollte ich hier im Let's-Dings eigentlich in Let's Play nicht erzählen, aber wenn man auf Discord at everyone schreibt, informiert man scheinbar alle. Das wusste ich gar nicht. Okay. Dann, oh nein, schnell Ton ausmachen, dass ihr nicht irgendwelche anderen Streamer hört. So, ich google das mal. Donkey Kong Country Return. Schalter Welt 7. Ob man die einsammeln muss. Düt. Oh nee, da muss man viel lesen. Das kann ich jetzt nicht bringen. Ja, wir gucken mal einfach, ob ich irgendwelche Schalter brauche oder finde. Aber ansonsten werden wir jetzt erstmal im Schalterverwalter sterben, leiden und vielleicht irgendwann jubeln? Okay, hier steht, ich soll einen Schalter suchen. Das bedeutet, hier gibt es auch wieder so einen. Okay. Ach, das ist wie im ersten Donkey Kong. Diese, ich weiß gar nicht, wie die heißen. Da gab es so Gegner, die sterben immer, wenn man... Oder die frieren quasi ein, wenn du die tötest. Ist das Wackelpudding? Nee. Ist hier ein Geheimnis? Wir sind auf jeden Fall kleine, süße Elektrohähne. Okay, da scheint irgendwas zu sein. Ich kann mich ja von dem eigentlich treffen lassen, dann verliere ich eben ein HP. Ja, ist auch passiert. So, ist hier irgendwas? Ach, nö, nur Bonus. Wie viel Leben habe ich noch? Lohnt sich das zu machen? 9. Ach, kein Bock. Ich brauche keine Leben. Ich werde einfach Game Over gehen und nochmal neu starten. Ach so, ich muss dann immer... Ja, okay. Wo kam das Feuer eben her? Von ihm. Okay, das bedeutet, ich muss tatsächlich ein bisschen nachdenken, was ich hier mache. Aber das ist eine coole Idee aus Donkey Kong 1. Back to the roots. Okay, wie soll das funktionieren? Ah, okay. Alles gut. Ich habe das Rad nicht gesehen. Ich habe noch keinen Buchstaben gesehen. Das macht mir ein bisschen Angst. Warte, die roten darf ich nicht berühren, sonst bin ich tot. Boah, ist das gemein. Hä, wie soll das denn funktionieren?
Ah. Das ist mal cool. Da kann ich doch hier so und dann hier rüber. Das ist ein Level, was mir jetzt wirklich sehr gut gefällt, muss ich sagen. Und hier ist garantiert der Schalter, weil ich hier irgendwas kaputt machen muss. Das heißt, ich brauche nochmal so ein Ding. Muss dann zurücklaufen. Und dann ist hier bestimmt der Schalter. Ne, auch ein Totenkopf. Mal gucken, ob es Bonus oder das... Ah, der Schalter, okay. Ja, die sind aber dann okay versteckt. Ist jetzt nicht so, dass es... Also, ich hatte nämlich auch gelesen, dass es keine Secret Exits gibt, aber die World Map sieht so Secret Exit-mäßig aus. Dann ist das hier quasi wie so ein roter oder wie so ein Schalterpalast in Mario zu vergleichen. Okay. Nee, da muss ich anders springen. Ah, das ist ein cooles Level-Element, das gefällt mir sehr gut. Die Musik ist auch wie immer sehr schön. Wie viele Buchstaben habe ich jetzt? 2. Ich will eigentlich da oben noch hin, ob da was ist, aber... Ich weiß gerade nicht, wie das funktionieren soll. Deswegen gehen wir einfach mal weiter. Ist auf jeden Fall ein Checkpoint. Ja, der Ballon ist mir erstmal egal. Ich will ihn zwar haben, aber wenn ich ihn nicht kriege... Nein! Oh, ich bin genau drauf reingefallen. Diese sadistischen Entwickler, genau das wollten die. Und ich bin volle Kanne drauf reingefallen. Also nicht den Ballon holen, Barry. Ach du Scheiße. Schüttel dein Haar für mich. Da ist ein Totenkopf, aber gut, da wird nur Bonus sein. Alter Verwalter. Diese Japaner, ne? Manchmal sind das ganz schöne Arschlöcher. Aber hier sind doch Bälle, dann kann ich doch eigentlich nicht sterben, oder? Ich versuche trotzdem auszuweichen. Achso, die verschwinden dann. Boah, diese dreckigen Schweine. Aber das sieht jetzt wahrscheinlich schwerer aus, als es tatsächlich ist. Eigentlich relativ okay. Da war jetzt das N, ne? Ich muss mal gerade... Okay, ein Buchstabe noch. Erinnert mich ein kleines bisschen... Okay, der Sprung ist eklig. Komme ich da überhaupt... Ja. Erinnert mich so ein bisschen an dieses Pudding-Level aus Tropical Freeze. In dieser Fabrik. Lass mich einfach treffen, scheiß was drauf. Hier kann ich mich im Prinzip auch nochmal treffen lassen, notfalls. Na komm. So, nicht auf die Entwickler reinfallen. Hier ist grün. Ach Mist, das muss jetzt weg, ne? Aber ich bleib dabei. Das ist ein richtig cooles, spaßiges Level. Gefällt mir sehr gut. So, da ist ein Herz. Ist das eine Falle? Nee. Wir warten ab. In aller Ruhe. Ich muss auf jeden Fall das blaue Ding berühren. Aber ich sollte erst... Scheiße. Ach nee, warte, halt. Ich kann ja... Ah. Schaffe ich das? Oder muss ich da... Also das ist wirklich ein cooles Level. Stirbt der auch irgendwann mal? Wahrscheinlich nicht.
Okay, hier hoch. Ja, ich rede auch gerade nicht so viel, weil ich hier gerade extrem auf diese Farben achte, dass ich hier nicht sterbe. Habe ich alle Buchstaben? Ja, perfekt. Also ich feiere das Level wirklich. Das war ein sehr schönes Level. Genau so mag ich meine Donkey Kong Level. Kreativ und spaßig und mittelschwer. So unfassbar schwer war das jetzt nämlich gar nicht. So, ich habe den Schalter gedrückt. Dann ist hier wahrscheinlich auch ein Schalter, ne? Oh gut, ich mache hier mal Partende. Ja, mal gucken. Wir haben dann ja noch das Boss-Level und den Tempel danach. Das heißt, wahrscheinlich wird der Stream nicht mehr so lange gehen. Aber für diesen Part hier auf jeden Fall schon mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.